Das Thema Großbritannien und Europa spielt nach wie vor eine große Rolle, wenngleich es in dieser Woche in der Regierungserklärung um den NATO-Gipfel geht. Aber es wird sicher auch noch einmal über Großbritannien gesprochen. Es gilt, wir müssen jetzt alles daran setzen, Europa zusammenzuhalten. Dazu gehört, dass wir auch eine gemeinsame Linie vertreten. Und da bin ich doch einigermaßen überrascht, wie in der SPD unterschiedlichste Vorschläge jeden Tag kommen. Da wird einmal vom Vizekanzler eine Vertiefung Europas verlangt, zusammen mit dem EU-Präsidenten Schulz. Zur gleichen Zeit erklärt Herr Steinmeier, dass eine Vertiefung nicht sinnvoll ist. Ich würde raten, dass man sich auf eine gemeinsame Linie verständigt, die da heißt, dass wir jetzt zunächst einmal den Briten Gelegenheit geben müssen, sich zu ordnen und dass wir deswegen mit ihnen auch keine Vorverhandlungen führen und dass wir auch die richtigen Erkenntnisse daraus ziehen. Diejenigen, die den Bürgerentscheid unbedingt wollten und jetzt merken, was für ein Chaos sie angerichtet haben, machen sich vom Acker. Das ist keine verantwortungsbewusste Politik. Wir werden mit Großbritannien dann verhandeln, wenn sie ihre Entscheidung getroffen haben. Und ansonsten ist Großbritannien vollwertiges Mitglied der EU mit allen Rechten und Pflichten. Und daran muss man sie auch immer wieder erinnern. Wir erwarten morgen die Entscheidung von der EU-Kommission über das sogenannte Freihandelsabkommen CETA mit Kanada. Ich kann dazu nur sagen, völlig unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt, wird sich der Deutsche Bundestag mit CETA befassen. Nach unserem Gesetz über die Beteiligung des Deutschen Bundestags in solchen Fragen und wird dann auch zu einer Meinungsbildung und Empfehlung an die Bundesregierung kommen. Und unabhängig davon, ob das nun ein gemischtes Abkommen ist mit europäischen und nationalen Anteilen, heißt es in unserem Beteiligungsgesetz, dass der Deutsche Bundestag eine Empfehlung ausspricht. Und von der kann nur abgewichen werden, wenn große nationale Interessen betroffen wären. Das heißt also, ich weiß gar nicht, warum die Frage überhaupt jemals diskutiert wurde. Der Deutsche Bundestag wird sich mit diesem CETA-Abkommen auf jeden Fall zu befassen haben. Musik.